Moin Moin Leute, heute ist Dienstag, der 13.09.2011. Ja, bin heute Morgen etwas später aufgestanden, so gegen 9. Hab mal einen Kaffee gemacht und dann bin ich rüber zu den Schwiegereltern. Meine Schwiegermutter sagte, dass mein Nachbar ein Fahrrad zu verschenken hat. Und da ich meins ja meinem Sohn gegeben habe und der jetzt in Hannover ist mit dem Fahrrad, und ich hier keins habe, habe ich mir das Fahrrad angeguckt und ja, gleich mit nach Hause genommen. Ein super Fahrrad, ihr werdet es ja gleich sehen. Das ist das Fahrrad, was ich geschenkt gekriegt habe. Sogar mit richtig geilen Ledersattel. Dreigangschaltung, Licht, Bremsen, alles funktioniert. Hat sogar einen Schmutzfänger. Schön ranzoomen. Also total verkehrssicher, ich bin richtig begeistert. Mal ein bisschen putzen und so und dann geht das ab. In meiner Werkstatt, da bin ich auch schon so ein bisschen vorangekommen. Alles ein bisschen aufgeräumt. Ja, was heißt aufgeräumt? Erstmal alles so ein bisschen unsortiert in die Ecken gestellt, dass ich mal ein bisschen Platz habe, mich zu bewegen. Wie gesagt, ich habe hier jahrelang immer nur alles hier reingestellt und naja, ich zeige euch das mal. Ja, ich weiß, sieht noch ziemlich wüst aus. Aber, naja. Das wird sich alles in der nächsten Zeit auch ändern. Das ist hier so die schlimmste Ecke. Da habe ich erstmal alles so ein bisschen geparkt. Damit ich jetzt hier auf der anderen Seite mal so ein bisschen Platz habe, nicht? So, eine Drechselbank habe ich auch. Die werde ich dann auch wieder in Betrieb nehmen. Ja, das Wetter ist heute schön. Es war zwar ein bisschen windig, aber es hat nicht geregnet. Man sieht auch teilweise blauer Himmel, ein paar Wolken. Nun sitze ich wieder vor dem Computer. Ich habe mir eben das Video von Element of Art angeguckt, wo er da in diesem Vergnügungspark war, der so halt verfallen ist und so. Wahnsinn, also hat mir sehr gut gefallen. Die Musik war auch super. Ja, Iceworks habe ich auch mir angeguckt. Auch super Video. Demo war ja, also wäre ich gerne auch hingegangen, aber von Ostfriesland nach Berlin zu fahren wegen einer Demo, das ist mir ein bisschen weit. Kostet auch ein bisschen zu viel Geld. Ja, sonst habe ich ja heute nichts weiter groß ausgefressen. Ich freue mich wahnsinnig über das neue Fahrrad. Da kann ich jetzt auch immer mal eine Tour unternehmen und kann euch noch ein bisschen mehr von Ostfriesland zeigen. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich habe sonst nichts weiter zu berichten. Ich wünsche euch einen schönen Abend und danke fürs Angucken. Ciao.